Erst nimmt ein Autofahrer einem Biker die Vorfahrt, dann flieht er vom Unfallort. So geschehen in der Nacht zum Dienstag in Rüsselsheim. Ein 42 Jahre alter Autofahrer war kurz nach Mitternacht auf dem Kurt-Schumacher-Ring unterwegs. Dann wollte er wenden und übersah laut Polizei einen Motorradfahrer. Der 21-jährige Biker wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen, so die Polizei, konnte der Mann wenig später ausfindig gemacht werden. Er besitzt nach ersten Erkenntnissen keinen Führerschein. Zudem wurde bei ihm eine Blutentnahme angeordnet.